Trotzdem müssen wir erstmal. Brauchst du etwas oder zwei, oder wirst du in die Bibliothek klären? Lass uns in die Stadt gehen. Es zahlt sich aus, dass du gelernt hast. Hast du schwer gearbeitet? Ich habe wohl genügend Wissen, um Makoto einzuladen. Dies könnte eine gute Gelegenheit sein, meine Bindungswege zu stärken. Fragen, wenn es dich nicht beim Lernen stört. Ich höre gern zu. Danke, okay, suchen wir uns einen besseren Ort zum Reden. Der Hof wäre gut dafür. Ich dachte, ich wollte sie in die Stadt einladen. Jetzt hocken wir im Hof. ちょっと相談があるの。いい?私はこれまで何の問題もない優等生としてやってきた。生徒会長としての職責も問題なくこなしてきたつもりよ。嫌味とかじゃないの。私がそう思い込んでいただけだから。でも鈴井さんや金城のこと結局 私一人じゃ何にもできなかった。従ってばかりの優等生じゃ、いざって時どうしようもないのね。怪盗団に入った以上、私もみんなの役に立ちたい。でも今まで勉強ばかりであまり視野が広くないのも事実。見識を広めなきゃと思うの。 Was hast du vor? まず第一歩として生徒のことをもっと知ろうと思うの。でも私そういうの疎いというか他のことをちょっと感覚ずれてるらしくて。だ、stimmt nicht。本当？ならいいんだけど、でもみんなが普段どういうところで遊んでるとかよくわからないし。 そういうのちゃんと把握しておきたいの。それに生徒の実態把ークは生徒会長の務めでしょ。監視とかそういうのじゃなくて、みんなのことをちゃんと理解したいの。それに怪盗団に入ったからって生徒会の役目もおろそかにできないわ。でさっきの話だけど、普段みんなが遊びに行くのってどういうところなの？ Kino, Karaoke, Arcade. Kino.映画館なら私もたまに行くし、できれば普段行かないところとか。そうだ、ゲーセン。あそこはどう？私行ったことないの。よかったら連れて行ってくれない？こんなことで見識が深まるかわからないけど、でも今みたく勉強だけじゃダメだと思うの。 Na, gehen wir doch jetzt gleich. Jokata. Histori de itemo, watashija yoku wakaranai daroshi. Ja, sasoku dakedo, ikimasho. Oh, ich mag sie jetzt schon wieder viel zu sehr, Mann. Aber ich will mich auf die Kasumi konzentrieren. Fuck. Minna kouyu tokoro de asonderun da. Igai to onna no ko mo ooi no ne. あれ、あの銃でモニターを狙うのね。え、なかなか本格的じゃない。もしよければ、付き合ってくれない？やった！え、嘘！ Makotos laute Spielweise ist echt auffällig, aber sie ist so vertieft, dass sie es nicht merkt. Also, wie fandest du es? Könnte funktionieren. こういう発想できたの。なんとなくだけど、みんなが普段どういう風に過ごしているのか少し分かってきたわ。こういう世界もあるのね。今までの私じゃ絶対来なかったと思う。Das ist wirklich aufgefallen. Du musst so viel werden. Das war eine neue Seite an dir. そんなこと。
Ich freue mich drauf. Ich spüre starke Entschlossenheit bei Makoto. Ah, ich mag sie einfach, ey. Ich weiß nicht warum, das ist irgendwie von der Art her.君たちの回答行為、それを妨害するものだっていたはずよ。敵の分析に特化した者がいたからこそ切り抜けられてきた。そうよね。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。 Hohe Priesterin. Schattenkalkül. Zeigt Skills und mögliche Gegenstandsdrops auf den Analysebildschirm. Fusion, bla 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 bla. Schattenkalkül. あなたたちって金城の件で陥落街に行ったのよね。私ね、今度は陥落街に行ってみたいの。ああ、行ってみたいっていうか、実はそういうところでうちの生徒を見たって情報があって、まさかとは思うけど一度確認しておきたいの。もういい時間ね、そろそろ帰ろっか。 Danke, dass du heute Zeit für mich genommen hast. Es fällt mir immer schwer, allein an solche Orte zu gehen. Du warst also eine große Hilfe. Ich hatte heute allerlei neue Erlebnisse und das hat sogar ein wenig Spaß gemacht. Lass uns irgendwann nochmal gehen. Gute Idee, man gibt es noch so vieles, was ich dort lernen kann. Vorher sollten wir ins Rotlichtviertel gehen, wie wir es vorher besprochen haben. Oh, tut mir leid, ich wollte dich nicht aufhalten. Pass auf deinen Heimweg auf dich auf, ich rufe dich später an. So, wer schreibt mich wieder an? Nach Yusukes Informationen gibt es einen berühmten Shogi-Spieler in Kanda, richtig? Wenn wir Zeit haben, warum gehen wir nicht mal hin? Wer schreibt mich jetzt schon wieder an? Oh, what the fuck? Der kann mich mal. Bist du noch dabei? Hey, guten Abend. Alter, Jungs, ey, streitet euch nicht ständig um mich. Wir holen uns mal die Shogi, Alte. Die Shogi-Spielerin. Und ja, sie ist wirklich... Sie schaut wirklich nicht schlecht aus. Und ich mag... Ich finde sie auch echt gut. Hey, Priesterboy. Nana. Das Mädchen spielt Shogi. Vielleicht ist sie Hifumi Toko. Yusuke hat... Ich habe immer Hitomi... Habe ich Hitomi das letzte Mal gesagt, wo ich sie gedacht habe? Okay, sie ist Hifumi. Yusuke hat sie erwähnt. Na, dann fragst du sie nicht. Toko-san? Du verwechselst mich. Aber nur, sie ist so verrückt, Shogi in einer Kirche zu spielen. Da sie eine berühmte Shogi-Spielerin ist, benötigst du wohl ein höheres Charme-Level. Toll. Ja, komm, Alter. Auf geht's. Überlegt, oder? Ich habe einen Job für dich, weil dein Kinderspiel. Wie sieht's aus? Wird bald stärker werden. Warte mal, wie schaut's mit dir aus? Kichichochi, wenn du sagst, kannst du kurz vorbeikommen. Und was brauchen wir für den Gehängter, ne? Shibuya, wer ist denn da eigentlich? Iwai. Achso, ja. Was frage ich eigentlich so blöd? Shinjuku? Mishima. Gut gelaunte Wahrsagerin. Alter, die müssen wir ja auch noch holen. Scheiße, es gibt zu viele fucking Leute in dem Spiel, Mann. Velvet Room. Oi, Shuji. Ja, ja, kick it. Kick it. Ja, sitz nicht rum, Alter. Ich will eine Person abholen.
Warte mal, ich könnte eigentlich aber auch. Warte mal, was brauche ich? Engel? Oder was? Slicky und Kelpie? Warte mal, fusionieren wir erstmal. Wir brauchen Platz. Brauchen wir Platz? Oh, wir haben Z2. Ah, scheiße, jetzt muss ich nochmal nachschauen. Was habe ich da gegoogelt gehabt, ey? Stimmt, mach mal kurze Pause und dann mache ich das schnell. Bis gleich. Okay, ich habe meine Dinger zusammen. Jetzt können wir fortgeschrittene Funktionen und Flauros. Wir haben sie alle drei. Die Person aus deinem Häftlingsregister rufen. Ich rufe jetzt für dich, wenn du mir 6096 Yen bezahlst. Was willst du? Einverstanden. Sie bekommen so stark magische Skills gegen einen Gegner um 20. Alle Gegner um 20. Mächtiger Blick. Wir brauchen auf jeden Fall Tarakusha. Maragi frei. Nein, 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 warte. Spaltung machen wir weg. Sind drei Runden lang die Verteidigung des Gegners, Verteidigung eines Verbündeten. Okay, machen wir das. Den habe ich auch noch machen müssen, den hatte ich das letzte Mal auch nicht gefangen. Gibt es sogar fünffach Fusion, ne? Oder war es nicht sogar sechsfach? Ich glaube sechsfach sogar. Das Ding schaut voll komisch aus, Alter. Ich bin Flauros. Ich werde zu deiner vorigen Maske werden, mit der Macht, Vergangenheit und Zukunft zu sehen. Alles klar, Mann. Weg deine verborgene Kraft deiner Persona. Hochpixie, Tamlin. Alter! Sieht schon voll geil aus. Ist das ein Speer? Das ist ein Speer. Ach, Katsis kann ich. Ah, Lena Sihide, Neko Shogun. Nein, ich muss noch mit euch sprechen, Ladies. Ich werde überprüfen, wie es mit einem Strafverbrauch ist, was das eine weitere Person wie von dir verlangt hatten. Du brachtest wirklich ein Flauros mit dem Skill Tarakusha. Tarukasha. Ja, okay, abgeschlossen. So, jetzt labern sie mich wieder zu. Ach Gott, ich muss es mir vorlesen. Das ist besser als ich dachte, Häftling. Ich dachte, du würdest sofort aufgeben. Das ist ein von einem Menschen, dem unser Meister Potenzial gesehen hat, nicht anders zu erwarten. Du bist eifrig, das muss ich dir zugestehen. Mach nur schön so weiter, ja? Verstanden. Das ist eine gute Einstellung. Aber Worte sind wertlos, du musst schon auch Taten folgen lassen. Ich muss schon sagen, Justine, es ist ein Erfolg, dass er noch nicht das Handtuch geworfen hat. Inwiefern? Die Liste, die du geschrieben hast, hält ihn auf Trab und hilft ihm auch, sich zu verbessern. Die habe ich nicht geschrieben. Ich dachte immer, du wärst, das wärst du gewesen. Was? Ich habe mit dieser Liste nichts zu tun. Ja, eigentlich ist sie viel zu präzise, als dass du sie hättest schreiben können. Sei still, das hättest du dir sagen müssen. Aber warte mal, wer hat sie denn dann geschrieben? Doch nicht unser Meister, oder? Nein, ich habe ihn nichts dergleichen sagen hören. Wie lange haben wir diese Liste schon? Stimmt etwas nicht? Halt die Klappe, du darfst da nicht zu viel hineininterpretieren. Sei einfach still und konzentriere dich auf deine Aufgabe, Häftling. Caroline, sollten wir den Meister zur Rate ziehen? Unser Meister hat uns nur befohlen, die Rehabilitierung zu überwachen. Wir müssen Befehle befolgen. Vergeuden wir seine Zeit nicht mit so etwas Nutzlosen. Der Typ hockt dort und schaut blöd. Mit seiner fetten langen Nase. Wohl wahr, es ist egal, wer diese Liste konzipiert hat. Und jetzt hör auf mit diesem neugierigen Fragenhäftling, verstanden? Natürlich werden wir dir weiterhin Vorteile anbieten, wenn du unsere Aufgaben absolvierst. Wir verlangen nur, dass du dich deiner Arbeit mit Fleiß widmest. Wir tun das ebenfalls. Meine Bindung zu Caroline und Justine vertieft sich. Badaboom. Du kannst eine Persona zurücklassen, um eine Attributsresistenz zu erlernen. Yes. Hä? Wie versprochen, eine Fähigkeit gewährt, die sich als nützlich erweisen wird. Du kannst eine Persona nun in der Haft stecken und sie trainieren, um sie neue Skills zu lernen. Wenn du voll dahin siehst, wächst deine Persona von ganz allein. Das ist Gastfreundschaft. Aber nun zu deiner nächsten Aufgabe. Die Liste zufolge ist es... Justine, was ist das? Die nächste Aufgabe ist... Ja?
Ein Phönix mit Konda. Sprich wieder mit uns, wenn du einen hast. Eins noch, das nächste Privileg, das wir dir gewähren werden, ist überaus mächtig. Deshalb musst du noch zwei weitere Aufgaben erfüllen, um dich als würdig zu erweisen. Ah, das Leben ist kein Ponyhof, was? Zuerst musst du uns einen Phönix mit Konda bringen. Sprich uns wie immer an, wenn du ihn hast. Wir werden erkennen, ob du es geschafft hast. Kapiert? Ich dachte, ich muss zwei Aufgaben machen. Alles klar, wir gehen wieder zurück. Ist keine Zeit zum Rumliegen. What? Ich habe das Gefühl, dass ich von irgendwo eine Stimme höre. Genießt eine Pause. Okay. Okay. Warte mal. Kurz mal bei dem da vorbeiglotzen. Was geht ab? Infektionsspiegel, Hammer Boost, Mudo Boost. Ich habe immer noch keine Ahnung, was Hammer und Mudo ist. Mudo ist Ding. Hammer ist Licht. Und Konda ist Konda. Warte mal, wenn ich jetzt in die Arcade gehe. Ich denke mal, das Kind, was ich noch irgendwann. Kann ich da eigentlich was machen? Einfach nur ein Spielzeug. Klar, es ist nur Spielzeug. Kannst du schlecht echte Waffen hier reinstellen? Mensch, Morgana. Okay. Wir werden Sachen von extrem, bla bla bla. Angepasste Waffen, du bist wegen meiner Nachricht hier. Einkaufen. Jo. Achso, ich habe ja nichts mehr, ne? So, ich möchte arbeiten. Ich habe da einen Job für dich. Keine Sorge, es ist nichts schwierig. Ich bin sicher, dass du es schaffst. Bin und zu Eva wird bald stärker werden. Scheiße, ich wollte doch Gehängten mitnehmen. Ich treffe mich gleich mit einem Typen im Diner. Ich will, dass du in unserer Nähe sitzt. Ruf mich an, wenn ich dir das Signal gebe. Ich werde husten, okay? Komm, gehen wir. Ich werde mich umsehen. Gib Bescheid, wenn du wieder aufbrechen wirst. Ein Diner, ja? Ich dachte, in solche Läden kommen nur alte Säcke. Du hast dich echt verändert, Munezan. Hey, nichts gegen den Laden. Er ist echt ganz okay und billig. Ha, und du sagst, der Typ, der 50 Leuten von der befeindeten Gang vermöbelt hat. Übertreib mal nicht. Ah, worüber wolltest du reden? Oh ja, klar. Wie geht's zu da, Sam? Wie immer, warum? Ach nichts, hab ich nur noch nicht gesehen. Warte mal, ihr zwei nicht jeden Kontakt eingestellt, als du die Familie verlassen hast? Warum fragst du jetzt nach ihnen? Ich meine, wir waren beide jung. Es ist vielleicht Zeit, das Kriegsball zu begraben, aber ich kann ihn schlecht einfach anquatschen. Ah, verstehe, du versuchst immer noch den alten Ehrenkodex aufrechtzuerhalten, ja? Okay, ich sag ihm, dass du dich mit ihm treffen wirst. Nein, du Idiot, ich will nur zur selben Zeit am selben Ort sein. Es soll so aussehen wie ein Zufall. Dann wäre Shibuara vielleicht eine Option. Wir überlegen da alles umzubauen. Shibara, weil ich glaube, das U ist wieder stumm. Hust. Iva, das wäre er krank. Vielleicht rufe ich ihn an. Hä, bist du krank oder so? Nee, nur eine Erkältung. Hallo? Ja, wie geht's? Was? Deine Bestellung ist falsch? Mein Fehler, ich kümmere mich sofort darum. Tut mir leid, ich muss los, die Arbeit. Wir unterhalten uns von anders, okay? Bis dann. Leg nicht auf. Masa ist noch am Telefon, oder? Sei einfach still, damit ich höre, was er sagt. Tsuda-san? Hier ist Masa. Ibe hat nach dir gefragt, aber ich habe genau gemacht, was du gesagt hast. Was guckst du so blöd? Tagträumerei, sorry. Nee, nichts. Irgendein blöder Teenager starrt mich doof an. Jedenfalls hat Eva wohl mit von deinem Deal gehört und will dir jetzt Kohle rausleiern. Oh, tut mir leid. Nein, es... Ja, tut mir leid. Ja, verstanden. Ein Deal? Klingt, als würde da irgendwas Komisches laufen. Was soll ich jetzt machen? Das war's für heute. Ich muss dir später noch persönlich danken. Jedenfalls hatte ich nicht viel von dir erwartet, um ganz ehrlich zu sein. Aber du könntest tatsächlich nützlich sein. Ich verlasse mich auf dich, Kleiner.
Meine Bindung zu Eva vertieft sich. Die Gehängte. Yes. Bei ihm muss ich echt schauen, dass ich immer die Persona mitnehme, weil der dauert es, glaube ich, lange, um das zu... Gute Arbeit heute. Stell dir zur Belohnung was Schönes. Ach, und nimm die Quittung mit, damit ich dir das Geld geben kann. Also, bis dann. Oh, können. Yes, auf Level, auf Level, auf Level. Alles klar, Alter. Ich bin der Master of Disaster. Yes. Kommt drauf an, in welchem Spiel. Wer könnte das um diese Uhrzeit denn sein? Gehen wir morgen irgendwo hin? Wir hatten in letzter Zeit echt viel Stress, da will ich mich wenigstens am Sonntag erholen. Können wir denn hingehen? Ich weiß was, wollen wir zu den Angelteichen in die Chigaya gehen? Ja, geh hin. Zusagen. Oh, einer hat angebissen. Hoffentlich beißen die anderen Fische auch so leicht an. Dann treffen wir uns morgen in Shinjuku. Nacht. Im Teich gibt es doch jede Menge Fische, oder? Ich kann es kaum erwarten. Ja, aber die tut man normalerweise fangen und dann wieder reinschmeißen. Wenn ich mich nicht täusche. Yes. Wie meiner immer ohne Decke schlafen kann. Ich glaube, mich nervt das zum Teil fast ein bisschen. Außer es ist wirklich richtig heiß. Ich habe über die Zukunft nachgedacht. Mit dir als Chef und mit mir als deine rechte Hand. Wenn wir uns hier treffen, wirkt es, als würden wir über dubiose Sachen reden. Gefällt mir. Findest du? Alter, du hast wie immer null Energie. Kannst nicht mitmachen? Ich tue mir schon leid. So, ich bin eigentlich ein öder Oberschüler, aber wenn ich meine Brille ausziehe, weißt du... Mann, die Fische beißen nicht an. Der Schwimmer hat sich kein bisschen bewegt. Wenn wir hier bloß ein Meisterangler wären, dann könnten wir seine Ideen klauen. Boah, das ist Kawakami, oder? Was macht die denn hier? Oh Mist, sie kommt rüber. Zwei Jungs am Fischteig und das an einem Sonntag. Hm? Was sitzt ihr hier rum, wie alte Männer? Warum macht ihr nicht was Spannendes? Boah, das sagt ja die Richtige. Seufzt, Erwachsene brauchen Zeit, um zu entspannen und den Kopf frei zu kriegen. Ich verstehe ja bald genug, wenn ihr in der echten Welt lebt und arbeiten geht. Wow, jetzt klingst du echt alt, Kawakami. Frau Kawakami, bitteschön. Heilige Scheiße, Kawakami können so Meisterangerin sein rennen. Bei ihr beißen die Fische an wie wild. Es ist ganz einfach, macht euren Kopf frei und löst euch von negativen Gedanken. Der Trick ist also nicht zu denken. Wie soll ich das denn machen? Lass weltliche Begehren abfallen. Verstehe also, wenn ich mir sage, ich will keine Fische. Nee, das ist sinnlos. Ich frage mich nach Tipps, weil ich Fische will. Es ist ein netter sonniger Tag. Jetzt muss ich meinen freien Tag mit euch beiden verbringen. Seufzt. Zwei Rowdies und ihre nichtswitzige Lehrerin. Wir sind wohl für jeweinander gemacht. Sie fängt weiter Fische, während sie rumutzt. Ich bin beeindruckt. Nennen sie Meisterin. Nennen sie die Meister, Kawakami. Was? Nochmal, es heißt Frau Kawakami. Alter, das war geil. Sehr schön. Nicht gedacht, dass ich heute sowas zu sehen kriege. Wir sollten zurückgehen. Das war jetzt stark, das war jetzt lustig. Ich hätte gedacht, dass ich da gleich bei beiden was kriege. So, wer will jetzt was? Nerv mich mit dem Homeshopping-Kanal. Ja, wir sind unterwegs, Mann. Yo, auf geht's. Warte kurz, ich brauch da... Hab ich eine Persona für den? Halt Gott, ich muss ja... Ich depp, ich kann noch nachschauen. Vertrauter... Takuto Maruki, Berater war das, ne? Ne, das ist der da. Mann des Volkes, Sonne. Habe ich eine Sonne? Ne, ich habe keine Sonne. Dafür habe ich jetzt zwei Teufel, Alter. Warte mal, warum habe ich Andras hier? Hä? Den musste ich doch fusionieren für... Ha. Huh. Alles klar. Scheinbar hätte ich den gar nicht zusammenbauen müssen. Was mich gerade ein bisschen angekotzt, aber okay. Ja, komm, gib mir den Kick, damit ich da reinkomme. Gib mir den Kick, Alter. Ja, ja, nerv nicht rum. Personas trainieren. Anzeigen. Mach Arcana. Sonne hatte ich auch schon. Natürlich ist sie ganz oben, oder? Hä? Wie verarscht, ich hatte Sonne auch schon.
Stern, Mond. Oh, es ist nur eine Sonne, Susaku. Ja, wow, den habe ich vor dem weg. Ich will zurück. Ja, ich gehe ja schon. So. Warte, ich kann bei ihm schon wieder was machen. Ah. Aber dann muss ich dann jetzt den muss ich dann erst wieder aufleveln, damit ich weitermachen kann. In einer hässlichen Welt voller Ungleichheit. Ich bin der Sprachrohr eures Zorns eurer Kritik. Ich werde eure Sorgen eines Tages im Parlament zur Sprache bringen. In der Rede wirst du mir weiter zur Hand gehen. Wird bald stärker werden, Alter, geil. War das gerade auch schon so, wie ihn anhören? Wir werden mich umsehen, gib Bescheid, bla bla bla. Er sagt auch immer dasselbe. Oh, wir müssen in die Bücherei. Wir geben die von uns erschaffene gesellschaftliche Krankheit an die nächste Generation weiter. Das ist einfach nicht richtig. Es wird dauern, dieses Problem zu lösen, aber wir müssen mit kleinen Änderungen anfangen. Ich hoffe, du hast aus der Rede heute etwas Nützliches ziehen können. Egal wie groß dein Publikum ist, du musst deine Gedanken teilen, als wäre es ein Zwiegespräch. Übrigens habe ich dich letztens mal vergessen zu fragen, warum willst du Politiker werden? Ich will die Welt verändern. Ehrgeizig ja, aber auch ein wenig zwiespältig. Naja, du wirst die Details sicher noch irgendwie verfeinern. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Was für ein Politiker willst du sein? Einer mit Überzeugungen. Ja, vergiss das nie. Wobei, was wichtig ist, im Inneren liegt. Darf ich dir einen Ratschlag geben? Wenn du in der Politik gehen willst, brauchst du eine zentrale Botschaft. Was willst du erreichen? Das ist die Grundlage einer guten Rede. Merk dir das. Das war hilfreich. Das freut mich. Meine Philosophie ist übrigens... Niemals aufgeben, bis deine Stimme gehört wird. Um deine Botschaft zu vermitteln, musst du hartnäckig bleiben. Ein fester Standpunkt haben und ihm klar kommunizieren. Das ist die erste Regel bei Verhandlungen. Ich erlebe wieder den Kampfgeist, den ich am Anfang meiner politischen Karriere hatte. Yoshida hat mir Grundlagen der Rhetorik erklärt. Meine Bindung zu ihm vertieft sich. Oh, gleich noch Stufe 2. Diplomatie. Bei Verhandlungen forderst du manchmal mehr Geld oder Gegenstände. Oh. Auch nicht schlecht. Hau schon ab, tu nicht gut, Tora. Tu nicht gut, Tora. Das macht dann immer noch voll fertig. Sie haben recht, ich bin ein tu nicht gut. Also wie schnell er einknickt, ey. Ach, entschuldige, wir sind für heute fertig. Yes, Charm. Upgrade, upgrade, upgrade. Piu, 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 piu. Ah, fuck you. Fahr zur Hölle. Verdammt, tu nicht gut, Tora. Für alle sowas, quasi bis nächste Woche. Hey, ich wollte mich nur für heute bedanken. Sorry, dass du sehen musstest, wie ich mich wie ein Feigling benehme und das direkt nach meinem selbstgefälligen Vortrag. Aber ich bin selbst ziemlich stur. Ich hoffe, der heutige Vorfall war wenigstens ein gutes Beispiel für dich, was man nicht tun sollte. Aber, was meinst du, könntest du was Nützliches mitnehmen? Es hat geholfen. Was für eine Erleichterung. Ich muss sagen, ich war fast nostalgisch für mich, ein bisschen wie früher. Ich hoffe, dass unsere Gespräche dich weiterhin in die richtige Richtung lenken. Naja, auf bald, hoffentlich. Ciao. Oh, Regentag. Wäre für Wissen gut, ne? Yes, Alter, ich kann lesen. Oh, ich habe bloß noch zwei Sachen, ne? Wissen steigern, los. Wir müssen das Wissen dann auch langsam sich immer hochbringen. Soziale Normen können in 256 Arten unterteilt werden. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Der Autor hat doch keinen blassen Schimmer von dem, was er schreibt. Was soll denn lese ich da? Gar nicht aufgefallen, bla bla bla. Oh, Schule. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist, was das? Oh mein Gott. Es ist schon Juli, ja. Ich hasse die Regenzeit, aber wenn sie aufhört, ist es nur noch heiß. Die Feuchtigkeit im japanischen Sommer bringt mich um. Ich vermisse die trockene Hitze Kaliforniens. Und sowohl der Juli als auch der August haben 31 Tage. Der Sommer ist lang. Also, Mamiya. Zwei Personen sind dafür verantwortlich, dass Juli und August 31 Tage haben. Wer sind sie? Julius und Augustus? Was, ernsthaft? Wow. Ganz genau, ihr wisst das vielleicht schon, aber die Monate Juli und August sind nach dem römischen Kaisern Julius und Augustus benannt. Augustus hat einen Monat nach sich selbst benannt, genau wie Julius. Aber Augustus wollte auf keinen Fall, dass sein Monat kürzer ist, also hat er einen Tag hinzugefügt. Unglaublich, dass der Mensch bei solch albernen Dingen so stur und stolz ist. Hey, hast du die Frage verstanden? Ich möchte mal annähern.
Ah. Ey, es regnet mich für einen Punkt mehr, verdammte Scheiße. Dann halt nicht. Naja, was euch angeht, ihr habt einfach Glück, dass ihr lange Ferien habt. Aber vorher habt ihr noch Prüfungen. Nächste Woche an, am 13. Vergesst das nicht, okay? Nächsten Mittwoch, ja, da solltest du aber noch viel lernen. Ach, ich doch nicht. Es regnet, bla bla bla, Mementos. Mentos Freshman. Wie geht's? Vielleicht was Zeit? Jeder soll einfach vorbeischauen. Wird bald stärker werden. Wir müssen mit dem Yusuke endlich was machen. Gehen wir nicht auf die Nerven, Yusuke. Wir müssen den Charme auch erhöhen, ne? Aber das können wir auch abends machen. Nein, was mache ich jetzt eigentlich? So. Eieieiei. Warte mal, was macht es hier? Wunderbar, vielleicht landest du ja einen dicken Fang. Yusuke? Maruki. Aber wisst ihr was, das verschieben wir dann auf nächstes Mal. Ich meine, ich werde, was heißt aufs nächste Mal? Ich werde es dann weiterspielen, aber ich will meine, wie immer, meine Aufnahme sichern. Deswegen, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.